So, hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Part meines Space Engineer Survival Let's Play. Ja, wir starten eine kleine neue Welt. Und zwar mit Asteroids. Das heißt, wir starten in einem Rettungsschiff und sind in einem kleinen, beziehungsweise ich werde das auf das Maximum des Spiels ausweiten, das Asteroidenfeld, und starten dort. Gut, ja, die Welt heißt Survival LP. Das stellen wir auf normal, damit es auch mal Asteroidenschauer und so gibt. Hier auf das ist, was geht. Hier auch. Dann. Nein. Das ja. Und das hier. So. Das ist eben, da man sich halt, wenn man lange nicht verletzt worden ist. Damit es Waffen gibt. Damit dann die Namen von Playern sieht, wenn halt noch welche mit drin wären. So, damit Thruster Blöcke kaputt machen können, damit random Schiffe spawnen und damit man stirbt, wenn man keine Healing Station hat. Also komplett dann halt nichts mehr hat. So. Dann werde ich den Ladescreen dazu springen, weil der dauert sich lang, und bis gleich. So, ja, da bin ich wieder. Jetzt ingame. So, hier ist unser kleines Rettungsschiff und ja, wir haben. Ja, Treibstoff, sag ich mal, ist eigentlich Uran, mit dem unser Reaktor versorgt wird. Und deshalb haben wir noch 6 Stunden Strom. So, das wird sich aber gleich auf 15 Minuten verringern. Weil wir jetzt gleich Schub geben. Da haben wir noch einen größeren Schub, aber auch so. Ich werde jetzt gleich so schnell wie möglich einen geeigneten Asteroiden finden, um da unsere erste Station zu bauen. Die erste werden wir in bzw. an einem Asteroiden bauen, und vielleicht wird es dann darauf noch weitere geben, die wir ja eben ohne Asteroiden bauen. So, ja, falls ihr irgendwelche Ideen habt, was ich hier mal bauen könnte, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Dann werde ich versuchen, das umzusetzen, soweit es eben im Survival Mode möglich ist. So, gut, dann suche ich mal. Also ich hatte letztes Mal wirklich schon einen wirklich sehr schönen Asteroiden. Ich versuche mal, ob ich es so einen ähnlichen wiederfinden kann. So, das sieht doch noch ganz gut aus. So, gucke ich mir mal den an. Hier V, ne? Genau. So. Muss mich auch beeilen, weil. Ja, Fuel reicht eben nur 15 Minuten. So viel ist das nicht. Okay, das sieht doch schon ganz schön aus. Ich glaube, das ist sogar ziemlich ähnlicher. Ich werde mal kurz gucken. So, so, ne, muss ich kurz. Einmal kurz die Door. Open. Damit ich jetzt hier. So. Den Strom abschalten kann. So, wir werden jetzt versuchen, sobald wie möglich das. Schiff werden wir jetzt eh auch gleich reinstellen. Damit. Wie heißt's? Damit keine Meteoritenschauer das zerstören können oder eben anders zerstören können. So, wie sieht das denn hier aus? Welches so rum? Hier ist unten. Und wenn es hier unten wäre. Mal kurz gucken, wie es aussehen würde, wenn ich eine Station bauen wollte. Ich weiß das so. Okay, würde ich sagen, hier kommt unsere Station hin. Hier drin, das können wir hier als, wie ich mir das jetzt mal gedacht hatte. Kann ich das auch irgendwie wieder wegtun? Weg damit, weg damit, weg damit. Null. Oh, falscher Knopf, okay. Ich werde es mir merken, hoffentlich. So, hier geht's. Null. Gut. Ja, ich dachte, hier machen wir eine Plattform, damit die Schiffe außerhalb landen können. Und dann geht hier ein Boden komplett durch mit Parkplätzen für Schiffen. Für Schiffe. Und ja, dann werde ich einen Aufzug nach oben und unten machen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wo man Schiffe noch zusätzliche Stellplätzen. Hier zum Beispiel könnte ich noch zusätzliche Stellplätze bauen. Ich werde den Asteroiden dann noch komplett verändern können. Und
und ja, ne? Dann haben wir einen schönen Flatplatz und hier oben hatte ich mir gedacht, dass man hier dann, wie heißt's, den, ich komme gar nicht drauf. Ja, dieses ganze Zeug macht, was halt noch braucht, also Lagerung und so. So, ich gucke mal kurz, was es hier für Ores gibt. So, damit wir gleich haben wir. Gold und irgendwas mit S. Silber. Oh, es gibt Silber. Okay, wir haben Kobalt, wir haben Platin, wir haben Eisen. Ja, Eisen ist ganz, ganz viele. Ja, also alles, was rot ist, ist Eisen. Da sollten wir keine Probleme bekommen. Okay, was ist hier? Okay, noch ein Ausgang. Ja, das sieht ja ganz schön aus, würde ich sagen. Dann bauen wir uns eine Station. So. Dann. Das ist übrigens ein ziemlich gleicher Asteroid. Also, ich glaube, es sind echt nur die Erze anders. Kommt mir so vor, als wenn die Asteroiden vorgegeben wären, allerdings die Erze zufallsgeneriert werden. Und deswegen konnte ich jetzt schon so konkrete Pläne machen. So. Dann kommt das Schiff rein. So, das waren Laderuckler. Die werden später noch viel schlimmer, wenn wir was gebaut haben. Also sobald wir was bauen. Also umso mehr gebaut ist, desto schlimmer werden die Laderuckler. Na, was heißt umso mehr gebaut ist, umso mehr ich seit dem letzten Laderuckler gebaut habe. Ah, was heißt Laderuckler? Speicherruckler. So, ich glaube, das ist richtig. Ich guck mal kurz raus. Genau, so passt das. Gut, dann werde ich das hier mal kurz ausschalten. Und abbauen. So, warte, ach, ich schalte nicht aus. Weil ich mich nicht bewege, dann dauert das ja ein paar Stunden, bis alles aufgebaut ist, also kann ich das ruhig anlassen. So, okay, dann fange ich einfach mit der Tür an. Ja, wir brauchen jetzt als erstes ganz viele Steel Plates. So, wir haben schon ein paar Steel Plates. Dann werde ich gleich mal anfangen. Und den ersten Block setzen. Allerdings werde ich kurz was machen, und zwar hier auf K. Kurz 5. 5. Ach da. Firm. So, dann 5 wegschmeißen. So, die hole ich mir später wieder. Wenn ich sie wieder finde. Oder auch nicht. Damit ich das jetzt auch nur mit. Wie rum war das jetzt? So. Okay, so rum ist das Schiff, ne? Nein, falsche Taste. So rum ist das Schiff, genau. Ich habe das Schiff richtig gestellt. Genau, so. Also so, damit ich jetzt hier auch nur eins habe, damit ich überall eins drin habe. So. Nicht auf Rot. Nicht auf Rot. Nicht mit Rot. Kurz neue Station. Genau. So, klassisches Grau. Und wir machen hier. Da müssen wir halt da oben ein bisschen was wegtun. So. Warum Scheißkorb? Dann. Ja, auseinandernehmen, ne? So, das Wichtigste ist jetzt erstmal ein paar Platten. Also, ja, ein paar Steel Plates, Platten, um den erst bisschen Boden, und dann werde ich hier erstmal provisorischen Kästen hinstellen und das ganze Zeug mit dem zu arbeiten, das jetzt hier noch im Schiff ist, das werde ich dann ausbauen oder unten hinstellen. Damit wir erstmal das Wichtigste da unten haben und nicht auf das Schiff angewiesen sind. So, und ich denke, danach werde ich ein Mining Ship bauen oder sowas in der Art. So. Das kann auch weg. Das ist mit voll. So, dann werde ich hier jetzt erstmal. Und das ist richtig rum. Genau. Kurz hier auf G, den Block auswählen, den Light Armor Block.
Das werde ich später wahrscheinlich noch umändern in Heavy Armor. Also die Landeplätze. Damit das auch was aushält, weil ich kann ja nirgends landen, das bei der kleinsten Berührung kaputt geht, ne? Oder halt, der Landeplatz soll ja allgemein ein bisschen mehr aushalten. So. Hier werde ich überall ein bisschen bohren. Damit ich das hier ein bisschen. Damit ich hier ein bisschen mehr machen kann. So, genau. Weil, wenn ich jetzt eine riesen Lücke drin habe, das sieht einfach nicht so gut aus. Ich versuche eher da unten zu bauen, wo man es dann später nicht sieht. Komm, jetzt geh auch da unten rein. Ach nee. Dann fliegt der ab.